Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Insider erklärt. Wir schauen uns heute ein, ja, wieder etwas aktueller gewordenes Thema an. Und zwar geht es heute um Fallenmonster, wie ihr wahrscheinlich aus dem Titel schon gesehen habt. Was sind Fallenmonster? Fallenmonster sind Fallenkarten, die als Monsterkarten fungieren. Einige von euch kennen sie vielleicht aus dem TCG, haben sie selber schon mal gespielt. Andere kennen sie aus dem Anime. Wir haben da doch einige Beispiele, gerade im Duel Monsters Arc. Odion hat welche gespielt, Yugi hat welche gespielt gegen Atem im letzten Spiel, das sie hatten. Marek hat welche gespielt mit dem Schleimvieh hier und ja, hat dann ja bekannterweise mit Obelisk zu dem Götterschleim fusioniert. Ja, wir kommen zurück zum TCG und schauen uns mal an, was denn Fallenmonster tun, wie sie funktionieren und was ihr zu beachten habt. Und ja, schauen wir mal rein. In Foten Hypernova haben wir eine neue Karte bekommen, die Apophis, die Sumpfgottheit. Und ich dachte mir, es ist doch ein guter Zeitpunkt, uns die Fallenmonster mal genauer anzuschauen, denn das haben wir bisher ein bisschen versäumt. Das machen wir jetzt. Fallenmonster lassen sich einteilen in, ja, mehr oder weniger zwei Kategorien. Die erste davon ist die, zu der auch Verkörperung von Apophis gehört. Wenn du Mainphase, beschwöre diese Karte, Spezialbeschwörung als normales Monster. Diese Karte ist zusätzlich weiterhin eine Fallenkarte. Es sind also Monsterkarten, die trotzdem noch Fallen sind und die sich aus der Spell Trap Zone specialen. Diese Art von Trap-Monstern sind immer entweder normale Fallenkarten oder permanente Fallenkarten. Es gibt aktuell keine Konterfallen, die als Fallenmonster unterwegs sind. Jetzt, wie funktionieren die Karten denn? Nun ja, ihr aktiviert sie auf dem Spielfeld. Und sobald sie aktiviert wurden, gehen sie in die Monsterzone. Soweit relativ klar. Wichtig ist hier zu wissen, obwohl sie weiterhin als Fallenkarte zählen, blockieren sie euch keine Zauberfallenzonen mehr. Das war ein bisschen anders, also für alle Goat-Spieler oder Edison-Format-Spieler unter euch, das ist nicht so bei eurem Format. Denn die Master Rule Updates am 1. April 2020 haben diese, ja, Verknüpfung mit der Spell Trap Zone aufgehoben. Davor war es so, dass ihr für die Monster, die nach wie vor als Fallenkarte gelten, auch eine entsprechende Zauberfallenkartenzone belegt habt. Ja, schauen wir uns mal ein paar Interaktionen an, und zwar mit Aktivierungsbedingungen von anderen Karten. Denn Karten, die gleichzeitig zwei Typen haben, sind ein bisschen speziell. Und auf was ich hinaus will, sind Karten wie beispielsweise My Body as a Shield oder Fake Trap. Wir beginnen mal mit My Body as a Shield. Und für die, die nicht kennen, hier ein kleiner Reminder. Wenn der Gegner eine Zauberfallenkarte oder ein Monster wegaktiviert, die oder der eine oder mehr Monster auf dem Spielfeld zerstören würde, zahle 1500 Lebenspunkte, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre sie oder es. Schützt also eure Monster vor Zerstörung. Und Fake Trap macht im Prinzip dasselbe, nur für Fallenkarten. Kann nur aktiviert werden, wenn ein Gegner einen Effekt oder eine Zauberfallen- oder Effektmonsterkarte verwendet, um Fallenkarten auf dem Spielfeld zu zerstören. Diese Karte wird anstelle deiner Fallenkarten zerstört. Decke alle Karten, die in einer Zauberfallenzone gesetzt sind, auf. Dadurch wird keiner dieser Karten aktiviert. Anschließend verdecke diese Karten wieder. Warum ist das jetzt interessant? Ich meine, es sind Monster, es sind Fallen. Wenn sie zerstört werden, kann ich eine der beiden Karten benutzen und sie schützen, richtig? Richtig, aber es gibt ein paar kleine Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte, denn es gibt verschiedene Karten, die Karten zerstören. Es gibt zum Beispiel Karten wie Spiegelkraft, die explizit Monsterkarten zerstören. Und es gibt Karten wie Mystischer Raumtaifun, die explizit Fallenkarten zerstören. Ich denke, Karten wie Spiegelkraft kennt ihr alle, Monster des Gegners in Angriff deklariert, zerstöre alle Monster des Gegners in Angriffsposition. Wenn ich jetzt die aktiviere und eine Apophis-Karte auf dem Spielfeld habe oder generell irgendein Fallenmonster, was zusätzlich als Fallenkarte behandelt wird, dann kann ich zwar meine Falle mit My Body as a Shield schützen, nicht aber mit Fake Trap, denn die Spiegelkraft in diesem Fall zerstört explizit Monsterkarten. Auch wenn mein Monster aktuell eine Falle ist, wird die Fake Trap nicht funktionieren. Ist ein bisschen ein weirdes Ruling, aber es ist, wie es ist. Gewöhnt euch dran. Das gleiche gilt mit MST, eine Karte, die explizit Zauber- und Fallenkarten zerstört, oder explizit Fallenkarten zerstört. Auch hier könnt ihr My Body as a Shield nicht verwenden, dafür aber Fake Trap. Anders sieht es aus mit Karten wie beispielsweise Raigeki-Brecher, der irgendeine Karte auf dem Spielfeld zerstört.
Raigeki-Brecher lässt euch eine Karte abschmeißen und dann eine Karte zerstören. Hier ist nicht klar definiert, ob das eine Spell, Trap, Monsterkarte, was auch immer sein soll. Es wird einfach irgendeine Karte zerstört. Das heißt, in diesem Fall, in diesen Universalzerstörungssituationen, dürft ihr beide Karten benutzen. Okay? Muss man mal gehört haben, danach ist es eigentlich ziemlich einfach, sich zu merken. Gut. Was passiert denn jetzt, wenn Fallenmonster in die Zauberfallenkartenzone zurückkehren? Oder respektive, wie kehren sie überhaupt in diese Zone zurück? Können sie das überhaupt? Ja, das können sie. Und zwar mit Karten wie zum Beispiel Königlicher Erlass oder Buch des Mondes. Also wenn ihre Effekte negiert werden oder wenn sie zugedeckt werden. Royal Decree, für die, die sie nicht kennen, negiert alle anderen Falleneffekte auf dem Spielfeld. Und gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt ein Embodiment of Apophis auf dem Spielfeld. Und aktiviert nun, aus welchem Grund auch immer, Royal Decree. Euer Apophis wird jetzt negiert, das heißt, er wird nicht länger als normales Monster behandelt, denn er verliert seinen Effekt, der ihm diese Eigenschaft gibt, und kehrt damit zurück in die Zauberfallenzone. Dort bleibt er liegen, selbst wenn die negierenden Effekte wieder aufgehoben werden und Apophis seinen Effekt zurückbekommen würde. Das heißt, die Karte wandert nicht zurück in die Monsterzone und bleibt als permanente Fallenkarte in der Spell-Trap-Kartenzone liegen. Gut, was passiert denn, wenn wir sie zudecken? Beispielsweise mit Book of Moon. Mit Book of Moon eine Fallenkarte zuzudecken, resultiert in folgendem. Ihr aktiviert Book of Moon auf Apophis. Apophis wird zugedeckt und wandert in der gleichen Instanz zurück in die Zauberfallenzone. Dort bleibt er liegen und ihr könnt ihn natürlich wieder neu aktivieren, wenn ihr möchtet. Dafür muss aber zuerst ein Zug auf dem Spielfeld liegen, denn die Karte wurde frisch in die Spell-Trap-Zone gesetzt und ist eine Fallenkarte. Das heißt, ihr braucht einen Zug, um sie wieder aktivieren zu können. Was passiert denn jetzt, wenn irgendein Effekt meine Fallenmonster zurück in die Zauberfallenzone zwingt, ich aber gar keinen Platz mehr da unten habe, wenn meine Zauberfallenzone alle bedeckt sind? Nun, in dem Fall, wenn ich jetzt hier Royal Decree aktiviere, wandert Apophis einfach auf den Friedhof. Er müsste zurück in die Spell-Trap-Zone, weil er kann nicht mehr als Monster existieren. In die Spell-Trap-Zone kann er nicht, weil da hat er keinen Platz mehr. Dementsprechend wird er auf den Friedhof gelegt durch die Spielmechanik. Wichtig auch an der Stelle, wenn eure Spell-Trap-Zones voll sind und ihr spielt im Goat- oder Edison-Format, also in irgendeinem Format, das vor 2020 spielt, dann könnt ihr Karten wie Apophis, die zusätzlich als Fallenkarte zählen, nicht mit zum Beispiel Schnappstahl übernehmen, wenn ihr keine freie Zauberfallenkartenzone habt. Sehr wichtig zu wissen. Ihr müsstet also mindestens einen Slot neben Snatch Steel frei haben, um Apophis übernehmen zu können. Ansonsten könnt ihr Snatch Steel nicht aktivieren, um Apophis auf eure Seite zu ziehen. Gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie der Fallenmonster und das ist genau das Gegenteil. Das sind nämlich Monster, die nicht zusätzlich als Fallenkarte zählen. Das sind das beste Beispiel, ganz klar die Paleozoics. Hier steht ja auf der Karte auch drauf. Karte wird nicht als Fallenkarte behandelt. Und auch die lassen sich so ein bisschen gruppieren. Es sind alles auch wieder normale Fallen oder permanente Fallenkarten, wie ihr hier sehen könnt. Und gruppieren lassen sie sich folgendermaßen. Es gibt Fallenkarten, die nicht als Falle zählen, wenn sie zum Monster werden, die sich vom Friedhof specialen. Und es gibt andere, die sich aus der Spell-Trap-Zone specialen. Die, die sich aus dem Friedhof specialen, können normale oder permanente Fallenkarten sein. Die, die sich von der Spell-Trap-Zone specialen und nicht als Fallenkarte zählen, sind immer normale Fallenkarten. Gehen wir auch hier kurz unser Beispiel von vorhin durch. Was passiert, wenn ich jetzt ein Paleozoic-Monster mit der Karte Mirror Force zerstöre? Das kann ich machen, es ist ein Monster. Was ich nicht machen kann, ist, ich kann nicht ein MST darauf aktivieren. Die Fallenmonster, die nicht zusätzlich als Falle zählen, werden behandelt wie jedes andere Monster auf dem Spielfeld auch. Das heißt, sie sind nicht durch MST zerstörbar, weil sie sind keine Fallen. Soweit logisch. Sie können zugedeckt werden, sie können ihre Zonen ändern, sie können übernommen werden. Man kann eigentlich alles mit ihnen machen, was man auch mit Monstern machen könnte. Kleines Beispiel, sagen wir mal, ihr habt ein Paleozoic-Monster auf dem Spielfeld und buckt es zu. Was passiert mit dem Paleozoic-Monster? Nun ja, es wird einfach nur in die verdeckte Verteidigungsposition geändert. Ansonsten passiert gar nichts. Es geht also nicht zurück in die Spell-Trap-Zone und ihr dürft
sie auch wieder flippen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt damit eigentlich alles machen, was ihr, wie gesagt, mit einem Monster anstellen könntet. Gut. Ja, Trap Monster, interessantes Thema. Und ein relativ, ich sag jetzt mal, kleines Segment des Kartenpools, das wir haben. Es gibt insgesamt 52 von denen, das sind die hier. Es kommt mit dem Structure Deck Trap Tricks noch eine dazu. Ich habe jetzt hier noch nicht drauf, aber ihr seht schon, es ist ein ziemlich übersichtliches Feld an Karten, die überhaupt für diese sehr spezielle Rolle qualifizieren. Und das in, ja, mittlerweile 20 Jahren des Spiels. Ist also nicht ein sehr, sehr häufiger Effekt. Und ich denke, einige von euch könnten davon profitieren, mal einen kleinen Refresher davon zu bekommen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Habt ihr Fragen, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Lasst es mich wissen, wenn euch das Video geholfen hat. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten wieder dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.